Das muss man auch erstmal schaffen. Ole Rü, na? Raft, habt ihr auch wieder Lust? Ich habe auch wieder Lust auf Raft. Es tut mir auch so leid, dass in letzter Zeit so wenig Livestreams sind. Aber wir müssen halt Raft spielen, ne? Okay, was ist mit ihm hier? Habe ich den... Den habe ich richtig verkeilt. So. Okay. Wir nähern uns dem Ziel. Guck mal, so viel müssen wir noch. Ja, aber kann ich schon eine Leiterplatte machen? Nee, ne? Ich versuche jetzt erstmal hier so viel zu schmelzen, wie ich habe. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht kann ich hier in meiner Kanzel so eine kleine Leiterplatte bauen. Ich wollte ungefähr hier so eine Tür reinmachen, direkt neben dem Hai. Aufnehmen? Nein. Oder hier. Hier ist auch schön. Ne, eigentlich wollte ich die hier haben. Direkt neben ihm. Ich meine, ich könnte ihn auch versetzen, ne? Aber das ist... Der mag das nicht, wenn er versetzt wird. Ich meine, wer von uns findet das denn auch gut? Was ich auch lustig finde, ich habe erzählt, dass ich jetzt so eine Netzkanone habe. Und seitdem sind die Möwen nicht mehr da. Das ist auch... Ich weiß nicht, ist da ein Zusammenhang? Haben die Angst? Ich glaube, ja. Ich glaube, das sind einfach so ein paar Weicheier hier, die Möwen. Und man weiß es ja nicht. Vielleicht ist das Spiel ja ein ganz anderes, wenn wir anfangen, große Inseln zu finden. Nee! Nee, nicht schon wieder hungrig sein. Oh, nö. Und ich habe noch nicht mal Rüben dafür. Ja, brat mir eine Rübe. Flieger, brat mir eine Rübe. Brat mir eine Kartoffel. Oh scheiße, ich bin aus dem Schema raus. Ah, na gut. Deswegen bin ich auch weder Sänger noch Songwriter. Kann ich einfach nicht. Ist einfach nicht drin. Das mag ich. Und ich mag auch Pommes. Das mag... Gibt's jemanden, der keine Pommes mag? Mal ehrlich. Wieso kann man die nicht mögen? Ich meine, ich mag auch viele Sachen nicht, die, wo alle sagen, oh ja, wieso kannst du... Wie kann man denn das nicht mögen? Weißt du, irgendwie ein Beispiel finde ich noch. Nee! Bis dann und ciao! Es ist ja noch da, halb so schlimm. Guck mal, was ich hier alle an Planken habe, ne? Aber ich habe kein Plastik. Hashtag Free Plastic, wie sieht's denn aus? Oh Gott. So. Das ist nicht mehr so viel, um hier aufzuschließen. Ich glaube, 400 Stück Plastik und dann haben wir es. Oh, dieses Fass, das will ich haben. Okay, damit ich das mit... Achso, ich kann mein Inventar nicht aufmachen. Na gut. Da ist auch nichts drin, was ich brauchen könnte. Na dann. Dann eben nicht. Was war das denn? Planke aufnehmen. Nee. Nö. Das machen wir nicht. Oh, kennst du jemanden, der hat sich durstig gedreht? Der hat so viele Seile gemacht, dass er hinterher richtig Durst hatte. Und das war ich. Okay, jetzt sind wir wieder langsam. Das ist das Schlimmste. Am knapp vorm Exitus sein. Dieses Langsame. Mhm. Oh, ich freue mich schon. Du kannst dann da einmal so rumgehen. So hatte ich das zumindest vor. Aber dafür brauche ich einfach Unmengen an Ressourcen. Und die kriegst du hier in dem Spiel ja nicht. Aber das finde ich auch gut. Wenn du was baust, dann bist du stolz drauf. Und dann dauert das einfach mal ein paar Stündchen. Ist jetzt nicht so schlimm wie ein Graveyard Keeper, aber schon... Schon eine Investition an Zeit und Ressourcen, ne? Das ist... Oh, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie mal eine Wimper im Auge hattet morgens und dann den ganzen Tag das Auge juckt? Das... Den ganzen Tag, der Körper kennt da ja auch kein Erbarmen, ne? Der weiß dann genau, aha, vor 3 Stunden oder so hattest du ja was hier im Auge. Maddie merkt dir, das finden wir hier gar nicht geil. Deswegen, davon hast du jetzt den ganzen Tag Spaß. Und ich so, nö... Ich hab's doch. Genauso wie wenn man sich irgendwie so versehentlich wehtut, ne?
Dann denkst du auch so nach einer gewissen Zeit, ja, ich habe es doch jetzt verstanden, mein Gott. Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Ich muss doch irgendwo mal aufhören, Schmerzen zu haben. Aber nö, dann so ein Zeh, den du dir stößt, der wirkt gerne mal so 3 Minuten nach. Das ist so der nachhaltige Lerneffekt. Dass es dann nochmal wehtut. Wie wenn man irgendwie so Botschaften wiederholen muss, um zu sagen, ja, ich habe mir das jetzt wirklich gemerkt, mein Gott. Da gab damals bei der Bundeswehr, von den anderen Zügen, die hatten, also jeder Zug bei der Bundeswehr hatte einen Ausbilder, der so ein bisschen bescheuert war. Und da war einer von denen, der war so heftig, so einen richtig harten, der hat immer, wenn er jemandem einen Befehl gegeben hat, von dem Rekruten diesen Befehl nochmal wiederholen lassen. Also, noch deutlicher kannst du niemandem sagen, dass du den für bescheuert hältst. Also, selbst wenn du sagst, ich halte dich für bescheuert, ist das nicht so dramatisch, wie wenn du jemandem deine eigenen Befehle wiederholen lässt. Waren schon teilweise merkwürdige Menschen, die man halt kennengelernt hat, gebe ich zu. Aber auch keine Ahnung mehr, wie der hieß. Bei 2, 3 Leuten weiß ich es noch. Aber der Großteil ist einfach aus Selbstschutz aus dem Gehirn getilgt worden. Und weil man einfach auch nicht drüber nachdenken möchte. Die Rüben sind jetzt fertig. Okay, nehmen wir mal hier das mit. Essen. 1, 2, 3, 4. Ja. Und guck mal, hier ist ja auch noch was. Ha! Oh, wir haben hier. Also langsam läuft's. Wenn wir jetzt nicht unbedingt eine Insel angreifen müssen, dann geht das besser. Kann man nicht so einen stationären Haiköder hier reinmachen oder so? Das wäre mal cool. Also einer, der immer funktioniert. Oder so ein Laser. Das ist ja immer noch meine Idee. Einfach so einen Laser hier hinbauen, der den Hai einfach so ein bisschen abschießt die ganze Zeit. Der muss ja nicht wehtun, muss ja nur so ein bisschen kokeln. Wie so ein Stromzaun. Damit er sich das auch ja merkt. Okay, 2 Stück hier noch. Dann haben wir theoretisch die Außenfläche voll. Theoretisch. Es sei denn, ich mache die Drohung wahr, dass ich hier rundherum auch nochmal hier so Reusen mache. Dass wir so einen Reusestan hier haben. Aber das ist eigentlich Unsinn, weil ich so das Ding ja noch beliebig erweitern kann. Ja, was kostet denn eine Wand? Achso, das sind ja nur Planken. Hahaha, siehst du doch. Das ist ja nicht so teuer. So, warte mal, wenn ich jetzt hier... Muss ja auch einheitlich sein. So. Ah, geil, jetzt habe ich das alles schön zu Seilen gemacht. Und jetzt fehlen mir natürlich die... Ah. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Okay, ja gut. Dann wird das hier so ein halb hässliches irgendwas. Obwohl ich kann das innen ja auch noch kompartimentieren. Das geht ja. Gibt's das Verb eigentlich? Ich sag das so oft, aber ich habe mich noch nie wirklich drüber ausgelassen, ob es das Verb... Ich meine, in... Aufgliedern. Das ist das Wort, was wir im Deutschen dafür benutzen. Aber... Gibt's das kompartimentieren? Es gibt ja Kompartimente, aber gibt's da ein Verb für? Meistens ist die deutsche Sprache da gerne mal pinzig. Und dann gibt's so Leute, die tun so, als wenn sie überhaupt nicht wissen würden, was du da erzählst. Obwohl sie beide Wörter kennen. Und dann so, nee, 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 den kenne ich aus Prinzip ja nicht. Hören Sie mal. Mir ist egal, ob sie hier lediglich einen kommunikativen Zweck erfüllen wollen oder ob sie einfach nur ein bisschen bescheuert sind. Ja? Zweifelsfall immer zweiteres. Was auch natürlich sehr lustig ist und ein bisschen... Guck mal, wie das Wasser hier einfach immer wieder über meine kompletten Konstruktionen hier rüber schwappt. Aber trotzdem bleibt das hier frisch. Das muss man auch erstmal schaffen. Gut gebaut. Mit viel gutem Willen und dann geht das. Da wird nicht einfach mal ein bisschen Wasser reingeschwappert. Nö. Das ist... Das geht voll alleine. Das ist ein Selbstläufer. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir kommen näher, wir kommen näher. Komm, gib mal ein Fass jetzt. Jetzt brauchen wir eine Insel. Ja, das wäre cool. Eine schöne Insel oder zumindest jemanden, der meinen Bildschirm hier putzt, damit ich das auch noch erkennen kann. Das. Ich wäre mit beiden zufrieden. Aha. So, und was ist, wenn ich jetzt hier normale Foundation, ne? Klingt wie so eine Band. Foundation hier, zack. Nein! Oh, das ist jetzt doch nicht dein Ernst, du Bursche, du. Ah, Axt habe ich natürlich auch nicht mehr. Ja, dann machen wir so. Hier, guck mal hier. Bums. Alles wieder weg. Alles verloren. Alles raus.
Und den nehmen wir auch mal mit. Wer die Kokosnuss eigentlich geklaut? Ich weiß nicht. Das ist einfach so bescheuert, dass ich... Oh, Leute, das ist... Ich finde, das ist kriminell eigentlich, dass ich das hier ab... Nee. Habe ich denn wenigstens einen Kokosnuss-Samen gekriegt? Nein, ich kann auch bestimmt eine Kokosnuss einpflanzen, damit die... Damit hier nochmal eine Kokosnussbaum wächst. Eine Palme. Der Einfachheit an der Stelle Kokosnussbaum genannt. Nee, tut mir leid. Kinder, ich bin jetzt wirklich ein bisschen blöd. Brauchst du wirklich... Brauchst du wirklich so... So Erdmännchen-schissgroße Samen, um eine Palme zu züchten? Oder brauchst du da... Oder pflanzt du da einfach eine Kokosnuss ein? Das ist... Ja, freu du dich mal gleich auf meinen Sauger. Das... Ja, ich... Das wird für uns beide eine Umgewöhnung. Oh, nö. Hier ist wieder was rausgesnackt worden. Kann man dieses Boot nicht einfach mal so lackieren, wie bei so Kindern, damit die keine Fingernägel mehr kauen? Da gibt es ja so eine Tinktur. Die kann man dann da drauf machen. Und dann... Dann knabbern die da nicht mehr so dran. Kann ich das mit dem Boot auch machen? Ich mache da einfach so eine Marinade an so Elmex drüber. Und dann... dann... Ich hasse es, wenn ich meine eigenen Sprüche so lustig finde. Aber komm, eine Marinade aus Elmex ist einfach auch der Wahnsinn. Ich fühle mich dann immer so unsympathisch. Aber komm, Leute. Eine Marinade aus Elmex. Ey, wer da nicht schmunzelt, der hat keine Sehne. Der hat einfach keine Seele, das ist so. Das ist ein Fakt. Ich bin nicht mehr zu gebrauchen, Leute. Das ist... Ich habe auch selten so viel Spaß bei den Craft-Spielen, gebe ich zu. Heute ist ein Tag. Oh Mann. Elmex Marinade. Schmeckt. Endlich was für uns. Ja, aber ihr wisst doch, was ich meine. Scheiße, ich wollte doch hier auch noch eine Tür reinmachen. Bin ich denn komplett bescheuert? Dafür brauche ich doch ein Scharnier. Leute, wenn ich kein Scharnier für eine Tür brauche, dann gebe ich das Spiel zurück. So, ba 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 ba. Nagel! Leute, ich brauche... Achso, warte mal. Hä? Ich habe keine Nägel. Jetzt ist das... Jetzt passiert's. Jetzt... Oh, nö! Oh, nö! Ich habe einen Nagel zu wählen. Das ist doch nix. Kann ich mir einen Nagel bauen? Ja, ne? Ich brauche da einfach Schrott für und dann geht das von alleine. Zack! Erstmal eine Tür. Und du kommst damit gleich rein, ich schwör's dir. So, kann ich von hier einfach hier so rein öffnen? Die wird sowieso immer offen sein. Aber ich wollte zumindest fürs Feeling hier so eine Tür drin haben. So, das haben wir uns gesnackt. Palmblatt und Ranken. Ja, ja. Ja, es ist doch was hier. Ist doch nichts, ist doch was hier. Guck mal. Dann können wir hier so eine, neben der Foundation mal so eine Holzwand ran basteln. Ah, oh, guck mal, schön hier. Oh. Geht das schon? Ja, natürlich geht das. Ja! Einmal ein riesiger Raum. Da kannst du drin Fußball spielen. Ich merke jetzt schon, dass das viel zu groß ist. Und da hinten haben wir eine Insel, Leute. Jetzt passiert's. Jetzt geht's los. Jetzt ist es angebrochen. Ich habe noch eine Angel, glaube ich. Oh, 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 der Hai, der soll mal schön seine Zähne festhalten. Wir gehen jetzt zur Insel. Und es wird einfach wieder so in einem Desaster ausarten. Ich muss unbedingt das Segel dann nach oben machen, weil das ist... Erstmal ist das physikalischer Irrsinn, was ich hier mache, weil das nicht funktionieren kann. Ich meine, guckt euch mal das an. Das ist vielleicht ein bisschen kleiner als ein Bettlaken für Tyrion Lannister. Und das kann ich so ein ganzes Schiff hier von A nach B buxieren. Das geht nicht. Aber das ist ja egal, das ist ja immer noch Videospiellogik. Finde ich auch in Ordnung, dass es funktioniert, ich meine. Wenn es jetzt so eine richtige Physik-Engine hätte, dass das dann nicht funktioniert, wenn man will, dass es geht, dann wäre ich ja auch unzufrieden. Okay, warte mal, ich habe jetzt nichts mehr zu phrasen hier. Ich muss... Und es kommt, die Insel kommt direkt auf uns zu. Oh. Und die Insel so bewegt sich nicht.
Sanftes Drehen etwas nach links, Freunde. Hier frisst die Möwe. Okay. Ja. Ja, gleich haben wir's. Hier frisst irgendwo der Hai. Ist mir egal. Oh, 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 wir rammen. Wir rammen. Nee. Wir wollen doch nicht rammen, junge Frau. Das haben wir doch schon längst hinter uns gelassen, dieses Verhalten, oder nicht? Ja, da ist er doch. Ja. Am liebsten würde ich direkt rein und so ein bisschen Seetang mitnehmen. Den brauchen wir ja am dringendsten gerade. Für Plastik und sowas. Ja, und ich danke euch für eure Kommentare. Ich glaube, wenn ihr mir nichts schreiben würdet, ich würde jetzt immer noch auf meiner 3x3-Bretterinsel hier rumschippern. Ohne, dass ich irgendwas hier hinkriege. Bin mir sicher. Hätte nicht funktioniert. So, jetzt gehen wir schön erstmal, ne?